Eines Tages erzählte mir jemand, dass unsere Sonne, um ein Jahr zu vollenden, einmal um das Zentrum der Milchstraße kreisen muss. Wenn wir nun unser Leben nicht in Erdenjahren, sondern in galaktischen Jahren messen würden, so würde ein Menschenleben nur 8 Sekunden dauern. Geboren für 8 Sekunden. Dein Vater sagte mir, du wärst ein ganz besonderes Kind. Ich hab schlecht geträumt. Ich hab solche Angst. Aber das war doch nur ein Traum. Und Träume sind nicht real. Ich hab's genauso geträumt. Mein Traum ist wahr geworden. Jede Nacht gibt es neue Träume mit vielen Abenteuern. Was ist das für ein Rock? Noch kürzer ging's nicht. Stimmt, ich hab's etwas übertrieben. Nächstes Mal zieh ich gar keinen an. Wir haben geheiratet. Wir werden Kinder bekommen. Ab jetzt bin ich für dich verantwortlich. Der Gast hat immer recht, ja? Immer. Es gibt keine Szenen. Bitte, ja? Fickt euch doch mal alle, Mann! Fickt euch! Hey, darf ich dir was fragen? Wie hast du das eigentlich gehört? Leider cool. Ich meine, es war total laut. Ich hab da nichts gehört. Ich hab's gefühlt. Gefühlt? So wie so ein Superhero? Ja. Okay, kannst du auch fühlen, was ich gerade denke? Du schläfst hier. Sie ist wirklich ein Superhero. Du hast den fucking Jackpot geholt, Mann! Von der Sonne aus betrachtet, so ein Menschenleben, 8 Sekunden lang. Wie fühlt sich das an? Verging nicht. Und deshalb bin ich da, um dich jeden Tag daran zu erinnern, dass wir leben müssen, Ezra. Wirklich, als wäre es jederzeit vorbei. Ezra! Das ist mein Leben. Du bist die allermutigste Frau, die ich kenne. Hab keine Angst und bitte hör niemals auf zu träumen. Ich habe den Glauben verloren an alles, was ich für richtig gehalten habe. Mach die Scheiße auf, bitte! Liebe ist Leben und sie hat so viele verschiedene Gesichter. Das ist erst der Anfang. Ich weiß nicht, wo du aufwachen wirst in deinen Träumen, aber ich verspreche dir, wenn du deine Augen aufmachst, dann bin ich da.